Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome Total Realism mit den Makedonen. Ja, wir haben in der letzten Folge zahlreiche Schlachten wieder geführt gegen die Armenier, gegen die Griechen, gegen die Illyrer und gegen die Ägypter. Heute steht wieder eine Schlacht gegen die Ägypter mit unserer, sag ich mal so, besten Armee überhaupt. Und wir stehen kurz davor, dieses auszuführen, aber werden definitiv, glaube ich, gewinnen, weil Gyras hat viel zu leichte Einheiten und auch nur überwiegend Söldner. Also ist der mal schnell erledigt. Gut, okay. Wenn wir uns mal so die weitere Situation momentan Verlauf angucken, sieht das sehr gut für uns aus. Also Übergriffe auf Alexandria und so wären gar nicht mal so abwegig und auch gar nicht so schwer. Also wir könnten hier schon mit den ersten Vorbereitungen starten eigentlich. Und dann haben auch bald die ersten Armeen schon da. Gut, Söldner gibt es hier auch, cool. Nehmen wir die mal mit. Söldner können wir immer gut gebrauchen. Gut, okay. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir erstmal gucken. Hier oben steht eine Schlacht gegen die Armenier kurz bevor. Die aber hier keine allzu gute Armee haben. Bist du eigentlich Erbe? Ne, du bist einfach nur gut. Ist auch cool. Ah, der hat schon ordentlich Power mit seiner Leibwache. Wie gut ist denn eigentlich damit? Komm mal gucken. Ah, muss ich erst rausnehmen. Ist auch nicht schön. Na gut. Wenn wir mal an der Stelle die Runde beenden. Oh, wir werden schon wieder belagert. Ach ne, wir werden so angegriffen jetzt. Schade, wir kamen nicht rechtzeitig. Eusebia geht an die Armenier, aber wir werden sie uns wiederholen. Also das steht fest. Das ist definitiv kein Problem, sich die wiederzuholen. So, Siedlung belagert. Sidon durch das Ptolemäische Reich. Hey, jetzt kommen wir mit noch einer Armee. Siedlung belagert, Eusebia kriegt gleich. Was hat die drin gehabt? Die haben wir gleich angegriffen. Mein Gott. Okay, Rundenbericht. Stadt wächst. Rhodes. Hau mir meine Ratskammer rein. Okay, sieht's ganz gut aus. Attentäter in Sparta. Guck mal an, wie gut er jetzt ist. Ah, geborener Attentäter. Mehr ist er gar nicht. Gut, hier mal weiter Attentäter. Fleißig. Dass wir noch gute Dinger bekommen. So. Attentäter verfehlt Ziel. Attentäter bereit. Attentäter bereit. Stoße zum Töten. Attentäter bereit. Ist ja lustig, dass unser Bester von allen gleich verreckt. Stoße zum Töten. Ist auch nur gut. Wer ist mein Ziel? Stoße zum Töten vor. Okay, du bist definitiv schlecht. Er hat schon wieder überlebt, ey. Kann ich wieder mit dir reinnehmen? Und du kannst nochmal probieren. Wieder nicht geschafft. Also an der Stelle, wo ich nicht mehr dort als Hauptmann arbeiten wollen. Also ich würde diese Armee komplett meiden. Wenn ich da sowieso weiß, dass ich da relativ schnell niedergemetzelt werde. Na gut. Ey, jetzt kommen die hier durch schon wieder. Es gibt's nicht, die sind ja überall. Was haben die denn hier? Ich kann's nicht sehen, das ist ja toll. Dann machen wir erstmal die hier fertig. Na gut. Zuerst müssen wir die Armee hier niederschlagen. Wir können Nachtangriff machen, dann können wir die auch gleich weghauen. Sollte jetzt weniger schwierig sein, die wegzuschlagen hier. Es ist das tapfere Los. Es ist das Los des tapferen Mannes, ruhmreich zu leben und ruhmreich zu sterben. Jetzt beginnt der Ärger. Wir wollten keinen Krieg. Aber jetzt stehen wir vor einer Schlacht, die erst der Tod unserer Feinde beenden wird. Greift zu den Schwertern! Nehmt euch Waffen und Rüstungen! Nun schlägt die Stunde, da der Mut der Griechen unter Beweis gestellt wird. So, ihr habt's gehört, Krieg wollten wir eigentlich nicht. Trotzdem müssen wir diese jetzt fertig machen. Wir legen mal hier ganz oben los, da haben wir gute Karten. Wir
müssen uns wahrscheinlich nicht so breit machen, weil die Armee vom Feind auch nicht so breit sein wird. Nehme ich stark an. So, ich stelle mal hier hin. Euch hier hin. Thraker und Schwertkämpfer stellen wir hier hin. General stellen wir hier hin. Und wir haben die thrakischen Söldner vergessen. So. Ich werde schon rechnen, denke ich, damit, dass ich hier hin stelle. Ja, das macht er auch. Das war naheliegend. Denn, hier ist einfach der höchste Punkt, den er haben konnte. Und wir stehen noch höher. Das ist natürlich noch besser für uns. So, jetzt wollen wir die Armee hier natürlich schnell zerschlagen. Jetzt machen wir in den nächsten Nachtangriffen genauso. Wir werden jetzt hier Stück für Stück die ganzen Armenier prügeln. Ja, hier geht's so schon richtig. Das wird die bestimmt ärgern. Vor allem kommen wir dann auch schnell durch zu ihrer Stadt und die einnehmen mit unserer Stadtgarnison, weil die hat eine Balliste dabei. Und dann können wir instant angreifen und diese Armee hier benutzen wir dann, um unsere alte Stadt Eusebea wiederzuholen. Andererseits muss ich aber auch einen Halikarnassus weiter Einheiten rekrutieren, damit ich auch gegen die einmarschierte Armee dort noch Bestand halten, stehen kann. Ja, jetzt ziehen sie sich zurück. Oh, und da fliegen die Feuerpfeile aber schön den Rücken rein. Das haut schon rein. So, du nicht hier. So, jetzt kommen wir aber. So, jetzt geht's natürlich hier vorwärts gleich, oder? So, jetzt setzen wir mal unter Druck, dann kann er uns auch nicht so schnell flankieren. Immerhin will ich ja, dass er hier nicht weiterkommt. So. Schieben wir schön weiter. Schön geschlossene Phalanx, das finde ich schön. Aber die haben schon viele Männer verloren, allein durch meinen Beschuss. Finde ich sehr gut. Jetzt fliegen gleich wieder die Pfeile. Fliegen sie wieder. Finde ich schon cool. Die Feuerpfeile haben sie eigentlich ganz nett gemacht. Gucken wir uns mal hier an. Sieht schon eher nach Feuerpfeilen aus, als die Pfeile von vorher. Finde ich schon cool. So, jetzt muss ich auch rechtzeitig hier Stopp machen. Der erste Trupp flieht schon. Es fliehen alle, finde ich cool. Ach, massig Kollateralschäden. Finde ich nicht gut. So, rüber mit euch hier. Ich brauche jetzt hier noch und du kannst hier rüber rennen. Du wirst die vielen Einheiten verfolgen. Euch werde ich mal auf Autofeuer ausstellen. Und euch auch weiter vorschicken. Wobei ich eigentlich auch sagen kann, oder? Ne, es sind Schwertkämpfer, das sind schon bessere Einheiten. Da kann ich nicht einfach so hemmungslos drauf chargen. So, ihr jagt jetzt hier einfach mal die Einheiten, die hier noch übrig geblieben sind. Die Plänkler sind ja nicht das Problem hier. Was lebt denn da hinten noch? Die Legionäre mit 4 Mann. Die Speerträger sind... Ach, da drüben sind die. Okay, Niederlage ist eigentlich beschlossene Sache, finde ich cool. Oh, die werden aber ganz schön niedergemäht diesmal. Okay, jetzt jagen wir euch mal hier rüber. So, die Speerträger hier drüben, die kyristischen, die können mich mal am, also gepflegt am Gesäß lecken. Denn die kommen jetzt hier nicht vorbei. Kriegen mich jetzt hier nicht. So, jagst mir hier die Speerwerfer bitte. Und du hier die schweren Speerträger. Okay, du gehst hier hin. Super, der General ist ausgeschaltet. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Super. Jetzt werden wir die restlichen vielen Einheiten hier jagen schnell. Die müssen weg alle. Einfach damit wir jetzt hier sicherstellen können, dass sie kein Problem mehr für uns sind. Also jetzt müssen wir aber richtig taktisch rangehen. Ich muss dafür wenig Verluste machen, damit ich dann im Nachhinein später viel mit der Armee noch anstellen kann.
Also dieser Vier-Fronten-Krieg ist schon ganz schön heftig, aber Byzantium einzunehmen wird auch noch ein Schritt in richtige Richtung sein. Also die Griechen sind erstmal ausgeschaltet, die Illyrer machen sowieso nicht viel. Also kann ich mich erstmal darauf konzentrieren, gegen die Ägypter und gegen die Seleukiden vorzugehen, wenn ich mit denen noch den Krieg beginne, aber auch erstmal vorwiegend Armenien. Tja, selbstgewähltes Los, würde ich sagen. Ihr habt mich hier angegriffen. Und ihr wisst, dass ich stärker bin. Ihr habt einfach nur im ungünstigen Moment angegriffen. Muss man ihn lassen, die haben ziemlich ungünstig angegriffen für mich. Es war eigentlich von denen ein richtig gut gewählter Zeitpunkt. Für mich war es nämlich sehr, sehr ungünstig. Ich konnte wirklich kaum was machen in dem Moment. Musste eigentlich dann wieder sehr aggressiv polen. Weil ich überhaupt eine Chance habe gegen die Armenier noch. Und auch gegen die andere Nation, die ich noch, mit denen ich mich noch geprügelt habe. Jetzt zieh ich schnell ab hier. Wie viel haben wir schon getötet? 85% unter die 90 kommen wir noch. Oh ja, die machen hier ganz schön Verluste so. Oh ja, niedergemäht. 91 nur noch. Okay, die sind gleich weg. Okay, gut, die Armee ist vernichtet. Können wir gleich die nächste angreifen. Minimale Verluste, das wollen wir gleich auf die nächste Schlacht übertragen. Jetzt schalten mich jede Armee einzeln aus. Natürlich ein Nachtangriff. Hehehehe. Ach, Katafaktui. Die darf ich wieder schön niederschießen. Denn im direkten Nahkampf habe ich keine Chance. Okay, Verstärkung 0. Wie fährt ich jetzt hier? Nichts. Okay, machen wir mal eine Nachtschlacht draus. Eigentlich dürfte keinerlei Verstärkung kommen. Aber nur eigentlich. Aber hoffentlich klappt das mal so, denn das würde ganz schön reinhauen. Die Götter blicken grimmig auf. Oh, auf der Karte ist wesentlich mehr Wald. So, der höchste Punkt bei denen, den kann ich gar nicht sehen. Okay, gut. Ich nehme an, die werden hier unten in der Ecke stehen. So, ich kann euch schön dick formieren, das ist mir wichtig. Wenn ich euch schön dick formiere, dann macht er generell weniger Verluste im Nahkampf. So. Mit euch werde ich dann definitiv die Kataphrakt fertig machen. So, und euch brauche ich hier. Der General kommt mal hier hin. Ja, sagte ich doch. Mach mal typisch mit den Maschinen ganz gepflegt. Einfach um die Ausdauer zu einzusparen. Aber das war jetzt blöd von ihm. Jetzt kann ich jede Armee von ihm im Nachtangriff einzeln schnell ausschalten. Das ist natürlich ganz schön heftig. Für ihn, aber für mich umso besser. So, lass mich einfach mal marschieren. Er hat sich aber sehr günstiges Terrain für sich selbst ausgesucht. Gehen wir mal hier rüber. Okay, ich nehme an, er will fliehen. Ja, er will fliehen. Lass mir ihn fliehen. Ich kann die nächste Armee noch mal angreifen. Okay, wir haben die Schlacht gewonnen. Ist nur gut für mich, denn jetzt kann ich die nächste Armee angreifen und ausschalten. Und das machen wir jetzt Stück für Stück mit jeder Armee. Und dann sind die Armenier hier wieder weg. Ach, jetzt zieht er euch doch zurück. So, jetzt wäre ich hier mit euch. Ich muss überlegen. Ich hätte mir kurz einmal Söldner holen hier. Zumindest eine Stadtgarnison zu haben. Denn ich werde jetzt hier die ganze Armee abziehen. Um hier rüber zu marschieren. Anzugreifen. Das ist jetzt doch eine eher enge Sache. Der kommt ja noch bis zu mir. Mit euch. Will ich Sinope füllen. Ich werde den General wahrscheinlich auch noch einstellen, aber ich werde erstmal mit ihm versuchen, diese Armee hier auszuschalten. Oh mein Gott, der hat aber viele Kataphrakte. Oi, oi, oi. Die wird schon ein bisschen knackiger.
Aber ich denke, mit den Hobbitai kann ich da gut aufräumen. Und es wird wohl so aussehen, als wäre ich mit der Armee dann doch erst Sturm mit der anderen nochmal zurückziehen. Einfach um weniger Verluste zu erleiden. Wir müssen bedenken, es gibt immer noch in derselben Runde eine Schlacht im Süden, die ich schlagen muss, gegen die Ptolemäer. Also will ich auch nochmal erwähnen. Ich muss immer noch gegen die Ägypter kämpfen dort, bei den beiden Städten, die wir dort noch haben. So, Spur ein bisschen vor. Steht schon sehr günstig für mich, finde ich. Die Breite passt genau, haben wir gut angepasst. So, mit euch hauen wir auch gleich in die Phalanx rein, dann könnt ihr in Ruhe weiter marschieren. Die schweren Spätträger haben sowieso keine Chance im Nahkampf. So, prinzipiell wäre es blöd, hier lang zu laufen, aber wir machen es jetzt einfach mal. Er ist Verlust, aber nicht wegen meinen Männern. So, da haben wir definitiv keine Chance. Ja, ihr seid schuld. So, jetzt werde ich euch mal hier weiter rüber schicken. Dann ist er gezwungen, da drüben stehen zu bleiben, sonst kann ich die Flanke brechen. Jetzt hauen wir erstmal die Kataphraktui weg. Ach, lass wir ihn ruhig chargen. Der Charge ist nicht so effektiv. Jetzt wird die hier weghauen. Okay, mach die mal bitte fertig für mich. So, weiter geht's. Wir können schön kesseln. Mal so richtig schön. Oh, das ist cool, dass hier alle genau dem im Rücken schießen. Das passt genau. Die Kataphraktui halten hier schon ganz schön was aus. Muss man ihn lassen. Die werden jetzt hier schön niedergeschossen, finde ich gut. Oh ja. Die haben keine Chance. So, mit euch gehen wir ins Sandwich. Mit euch gehe ich weiter. So, jetzt können wir eigentlich die hier aufhören, schießen zu lassen. Die Niederlage ist sowieso schon sicher. Schauen wir mal hier hin. Schön gesandwiched hier. Oh ja, ja, das ist sehr schön. War ein großer Fehler von ihm, sich nicht so breit zu stellen. Wird einer nach dem anderen gesandwiched. So, stellen wir uns mal hier hin. So, die fliehen, super. Euch gehen wir weiter. Genauso wie mit euch. So, und euch schicken wir jetzt hier ran. So, jetzt wird ihr schön gesandwiched. Also jetzt haben die ganz schlecht. Was macht ihr da für einen Kack? Ja, endlich. Das hat sich natürlich richtig derbe rein. Wir werden jetzt schön geschlachtet. Okay, skrytische Schwerträger. Ich brauche jetzt hier, um hier drüben Damage zu machen mehr. So, ihr halt mal schön die Kataphrakt hier zurück, finde ich super. Euch brauchen jetzt gegen die Kataphrakt hier drüben. Der General befindet sich in der ersten Linie, das ist super. So, jetzt mal hier rüber. Die Schwerträger hier werden fertig gemacht. Hier ist alles umzingelt und flieht gleich. Also eine Chance besteht hier überhaupt gar nicht, irgendwie zu fliehen. Die müssen bis zum Tod kämpfen, egal was sie tun.
So. Sieg stellt sich, ich wollte schon sagen, da sind Top-Lead-Teil mit dabei. Die sollten eigentlich die locker weghauen. Den General schicken wir auch noch mit rein. Jetzt charge ich nochmal schön in den Rücken rein, dann sollte der General auch ordentlich Damage erleiden. Die Speerträger verlieren auch gegen die Hoplitar, ist richtig so. Hier drüben, die Phalanken halten, also die Phalangiten halten super durch gegen die schweren Speerträger. So, Niederlage scheint sicher. Verluste machen wir recht wenig. So, die Kataphraktui haben es jetzt noch schwieriger. Super, der General flieht. So viele wie möglich nur mitnehmen, damit die Kataphrakte nicht mehr wiederkommen. Super, die kommen nicht mehr wieder. Lobet die Götter. Der feindliche General wurde getötet. So. Du darfst mir hier chargen. Die haben hier gut umzingelt. Der Trupp hier drüben ist ein armenischer Legionärer-Trupp, der ist gleich tot. Die werden jetzt auch gerade alle verrecken. Also ist hier kein Problem mehr. So, und ihr dürft jetzt hier auch schön angreifen. Möglichst alle töten, es soll keiner überleben. Wäre natürlich die optimale Option. Jetzt greifen wir die kritischen Speerträger hier an. Der Trupp hat hier auch keine Chance. Versucht noch zu fliehen, aber unmöglich. Natürlich wollen wir die Schlacht fortsetzen. Die Herzen unserer Feinde sind mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. So, greifst du mal hier an. Du folgst den da. Du den. Du den und folgst dem. So, jetzt mal schnell den Speerträger ausschalten. Ich will eigentlich jetzt jeden Mann hier töten. Super, der ist weg. Jetzt hauen wir nochmal die Steinschleuder hier drüben weg. Was sind es da drüben? Das ist einer von mir, oder? Ja, einer von meinen Männern. Was der denn gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auf den Spaziergang oder so. Das sind wohl fleißige Spaziergänge, die Makedonen. Die bringt nichts aus der Ruhe. Jetzt machen wir hier drüben die armenischen Legionäre noch fertig. Oh, da ist die Chance, dass die überleben, auch schlecht. Die Speerträger hier drüben werden auch getötet, ohne Probleme. So. Überlebt nicht viel. Super, die reibst du wunderschön auf. Also wunderbar auf. Jetzt den da drüben nochmal schnell, bevor der flieht. Die konnte sich danach immer noch holen. Die da drüben sind alle tot und fast 100% gekillt. Das ist natürlich ordentlich. Neumann haben überlebt, aber wieso steht denn hier 99%? Na egal, 7% haben wir verloren, das ist minimal. Und das werden wir jetzt auch auf die nächste Schlacht übertragen, dieses minimale Verluste machen. Das ist natürlich super für uns. Und schlecht für die Armenier. So, du bist der Nächste, der daran glauben muss, aber die, die Kataphrakte halten wir so viel aus. Müssen wir uns Hoplitar hier nochmal holen. So. Jetzt haben wir noch einen Spion hier drin. Da ist hier noch einer. Ne, der ist tot. Okay, gegen dir zu kämpfen wird dann wohl eher knifflig. Ich weiß nicht, was Hauptmann Attaches dabei hat. Mal gucken. So, eigentlich wollte ich noch hier Gyras angreifen. Was hast denn du dabei hier? Auch nichts Gutes. Die Algemer sind noch das Beste hier. So, Söldner gibt es ja auch wieder. Cool. Was hast du denn dabei? Ja, das war schnell automatisch. Wir können ja jetzt hier in der Umgebung vor Ort bilden. So ist es ja nicht. So, greift mal an, bitte. Schön, der zieht sich zurück. So, hier drin haben wir schon. Müssen wir eigentlich schon längst den Rüstungsbau, die Gießerei haben. Super, haben wir schon. Dann nutzen wir das gleich mal aus und schicken euch mal kurz raus hier. So, bilden wir mal fort. Oh nein, wir haben einen Trupp verloren. Und es handelt sich dabei um Sarissophorui. Nicht so schön, aber es ist entbehrlich.
Oh, unsere Hitayoru, hier sind ja auch ganz gut mit dabei, finde ich super. Erstmal werden wir hier fortbilden, bis zum geht nicht mehr, bis zum Abstinken. Okay. Immerhin kriegen wir hier Silber-Upgrades und das ist auch genial. Gut, wir haben jetzt wieder eine Menge geschafft in dieser Runde. Athen sieht nicht so zufrieden aus. Hauen wir einfach mal Hoplitai raus. Okay, gut, hier bin ich zufrieden. Hier läuft auch alles so, wie es laufen soll. Hier wäre ich cool, wenn wir noch Einheit rekrutieren könnten, aber wir nehmen auch notfallshalber erstmal Söldner. Da gibt es ja einige. Oh, hier gibt es auch wieder einige. Passt doch. So, nehmen wir euch mal raus hier. So, und schicken wir euch mal hier rein. Super, ist zufrieden. So, was hast du denn hier? Dümas. Jetzt greifen wir den Anführer wieder an. Der Anführer ist definitiv eins meiner Ziele. Heraklea, kommst du? Okay. Was sind du da? Sarmatische Speerwerfer. Okay, gut. Sieht eigentlich ganz zufrieden aus. Ist auch gut dabei. Die mir hier drüben gefällt mir nicht so ganz. Die ist nicht ganz koscher. Da kann ich ja hier was abziehen. So, normaler Sieg. Und die haben erste vertrieben. Super. Boah, die haben nicht so die besten Einheiten. Haben nur ein paar gute Upgrades dabei, das stimmt. Silber, Silber ist nicht schlecht. Okay, einen Diplomaten haben wir hier. Passt doch. Okay, wir werden ihnen definitiv unsere Stadt wiederholen. Und zwar Eusebia wird definitiv wieder unseres sein. Da können sie sich gefasst machen, die Armenier. Die haben wahrscheinlich schon ein ziemlich großes Reich. Die muss ich mir auch mal angucken. Ich vermute dieselben Aktionen allerdings auch bei den Römern, muss ich ehrlich sagen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn die Römer mich angreifen würden. Na gut. So sieht's hier aus. Gibt es hier irgendwie Söldner? Es gibt wieder Söldner, cool. Prinzipiell würde ich mit derselben Armee noch gerne ein bisschen weiter marschieren wollen. So, euch können wir hier lassen. So. Ihr seid da. Ihr seid relativ zufrieden. Schicken wir euch mal rüber. Gut. Immer noch zufrieden. Okay. Immer noch. Fehlt nicht mehr viel. Okay, dann nehmen wir noch den hier mit. Geht doch. Und jetzt nochmal den letzten hier. Super, jetzt sind die zufrieden, ne? So, Alexandria ist momentan so verlockend, da greife ich mal direkt an. Also, die haben hier eine so schwache Garnison. Da ist es definitiv ein Fehler, nicht anzugreifen. Abgesehen davon haben wir unsere nächste Zielprovinz, was auch nicht schlecht ist. Und die Ägypter haben definitiv erstmal keine Anbindung mehr ans Mittelmeer, bis auf Siva wahrscheinlich noch. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich nehme an, Siva ist dann eine der Städte, die noch Anbindung hat, aber das ist nicht so schlimm. Solange Alexandria keine Anbindung hat, denn Kyrenes könnte, also Kyrenos oder was auch immer das hier sein soll, hat wahrscheinlich auch noch eine Anbindung, aber das wird kein Problem sein, denn da verdienen sie nicht so viel Geld wie mit Alexandria. Deswegen möchte ich auch grundsätzlich noch Memphis haben und auch Ptolemäus Hormus und auch Herakleopolis. So, jetzt richtig. Mensch, ey. So. Die schicken wir hier rüber. Die Schieren. Durchforsten wir noch Schiffen. Gut. Immer wissen wir, dass jetzt hier keine weiteren Schiffe sind, außer diese hier. Die schalten wir jetzt mal aus. So, die Griechen haben ja nicht mehr viel. Werde ich bald von denen Protektorat verlangen. Söldner, was gibt's da für Söldner? Hier gibt's aber viele Söldner. Afrikanische Elefanten, 3200. Das ist sogar eine starke Überlegung, denn Elefanten, die könnten uns eine Menge weiterhelfen. Die könnte man sich eigentlich auch noch mal später holen. Das ist riskant, die nicht zu haben, dann dadurch.
Wie holen die uns jetzt? Immerhin sind Elefanten eine wertvolle Quelle. Okay, werden wir erstmal die Runde beenden. Gut, aber bevor wir uns jetzt noch alles angucken, was sich jetzt hier getan hat, werden wir auch den Part beenden, denn wir haben wieder unser Limit erreicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich verabschiede mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.